Robin Benzig. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf dem YouTube-Channel der Easy Credit BBL. Heute bin ich zu Gast in Würzburg bei Robin Benzig, Kapitän der Nationalmannschaft. Hallo Robin. Hallo, grüß dich. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Und wir haben uns von dir gewünscht, dass du uns ein bisschen was zum Turnaround Fadeaway erzählst. Da hast du, glaube ich, diese Saison auch die ein oder andere gute Erfahrung schon mitgemacht. Deswegen sind die Jungs auf dem Parkett, Allen auch auf dem Parkett in der Verteidigung. McElroy, man will offensichtlich verteidigen. Hat den besten Verteidiger gegen Benzing gestellt. McElroy macht's gut, McElroy macht's gut. Benzing macht's besser. Robin Benzing. Was zeichnet den Move für dich aus? Also ich glaube, es ist gerade für größere Spieler enorm wichtig, weil sie oft ja doch einen Schnelligkeitsnachteil haben, wenn sie gegen kleinere Spieler spielen. Aber dann trotzdem immer einen Wurf loswerden können über den Mann drüber. Und ich glaube, ein bisschen im Rückfallen, so wie Dirk Nowitzki das auch perfektioniert hat, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Waffe. Ja, dann gehen wir mal direkt in die Aktion rein, würde ich sagen. Machen wir es mal langsam erstmal. Genau. Keinen Größenvorteil hast du ja gegen mich. Genau, aber vielleicht wahrscheinlich einen Schnelligkeitsvorteil hast du. Und deswegen ist es halt gerade wichtig. Ich glaube, gerade als großer Spieler, wenn ich dann zum Korb ziehe nach links und wahrscheinlich nicht an dir vorbeikomme, weil du natürlich schneller bist als ich wahrscheinlich. Natürlich. Und selbstverständlich. Und dann geht es natürlich darum jetzt, um der Verteidiger genau vor dir ist, kannst du nicht direkt werfen. Vielleicht musst du einfach nur eine Finte machen. Dann geht es halt darum, dass du den Fake hier machst, dass der Verteidiger einen Schritt nach da macht. Und du hast deine Spannung hier und dann... Wirfst du über den Mann drüber. Okay, Bewegung ist klar. Mach mal ein bisschen schneller. Ich versuche jetzt auch ein bisschen zu verteidigen. Alles klar, machen wir. Okay. Da machst du nichts. Nicht zu verteidigen, ja. Würde ich gerne auch mal probieren. Ja, also ich glaube, es ist wichtig einfach, dass du darauf achtest. Man muss fallen, wenn du, gerade dann, wenn du kommst. Es geht nicht darum, dass du... Ich habe ja eben auch gegen dich eigentlich nur eine ganz leichte Täuschung gemacht. Mhm. Es geht nicht um, dass du so übertrieben bist, weil dann verlierst du oft die Balance und hast weniger Stabilität. Deswegen einfach eine kleine Bewegung, zack, und dass du dann ein bisschen im Rückfallen den Wurf nimmst. Probier mal aus. Probieren wir mal. Okay, erstmal langsam, ne? Also, dribbeln. Bisschen da, zack, und dann perfekt. Das ist schwerer an dem Wurf, dass man wirklich da versuchen muss, Stabilität zu behalten. Ja. Weil wenn du aus der Balance rauskommst, dann ist es schwer, der Wurf natürlich im Rückwärtsfallen, wenn du nicht stabil bist, dann Kraft rauszukriegen und den Wurf richtig abzusetzen. Okay, probieren wir es nochmal. Ja. Und dann hier, hopp, und dann bin ich da und dann da. Was kannst du jetzt sehen, die Zuschauer und sagen, möchte ich auch mal perfektionieren? Hast du vielleicht einen Drill oder so, den man machen kann? Gibt es einfach einen ganz leichten Drill. Wir nehmen zwei Bälle, legen so hier an den Rand Zone rein, zack, und den anderen auf der anderen Seite. Ja. Und einer holt Rebound. Mhm. Du holst jetzt kurz für den Anfang mal einen Rebound. Okay. Und es geht nur darum, dass du einfach hingehst. Kannst du später mit ein bisschen wärmen, ein bisschen schneller machen. Am Anfang ein bisschen lockern, nimmst einfach den Ball, machst den Fake hier und schmeißt das Ding rein. Und dann gehst du zur anderen Seite. Man könnte es natürlich jetzt zur Mitte machen und dann über die Schulter. Ja. Aber ich glaube, für uns Rechtshänder ist es einfacher, über die rechte Schulter zu gehen. Das heißt, gerade weil der Move auch meistens so über die rechte Schulter geht, trainieren wir auch hier über die Mitte. Das heißt, wir gehen hier und tauschen auch links an und gehen über die Mitte. Okay. Bam. Und dann gehst du einfach hin und her, machst ein paar Drills, machst ein paar Würfe. Und ich rebound jetzt mal für dich und das machst du jetzt mal. Oh, okay. Immer schön also. Stabil bleiben. Sehr gut. Also, jetzt gehst du zum nächsten, dann machst du täuschen nach links über die Mitte dann. Also. Okay, kann ich. Kann ich! Also. Danke dir, Robin. Ja, gerne. Ja, könnt ihr zu Hause natürlich gerne nachmachen, gerne dran arbeiten, gerne trainieren. Ist relativ effizient, würde ich sagen. Du nutzt den Move häufig und ja, vielen Dank. Gerne. Wieder was gelernt. Kein Problem. Sehr gerne.